Was halten Sie davon, dass durch das Waldsterben die Population der Bienen massiv zugenommen hat? Es gibt mehr Bienen? Ich hasse diese Viecher. Ich hasse alles, was schwarz-gelb ist. Bienen, Wespen. Ich verstehe nicht. Wie Leute vor so einem kleinen Lebewesen so viel Angst haben können. Aber ich meine, die haben ja auch einen Stachel, schon klar. Hummeln? Korrelieren auf jeden Fall. Da könnt ihr Emil fragen. Der ist Experte. Der arbeitet am Museum. Die Post? Ja, morgens auf dem Brot halt. Aber jetzt nee, nicht mehr als vorher. Es gab einen Vorfall vor 2 Jahren. Ich habe einen Kollegen, der saß gerade in meinem 12-Tonner. Da hat ihn so ein Vieh erwischt. Böse Sache. Der war 2 Monate auf der Intensivstation. Aber der hatte Allergie, das zählt eigentlich nicht. Und den BVB! Okay. Haben Sie das Gefühl, dass die Gentrifizierung in den letzten Jahren fortgeschritten ist? Ja, also auf jeden Fall, das würde ich schon sagen. Aber ich bin ja vorbereitet. Die können mir nichts. Die kann mich am Arsch, die NSA. Ja, das ist ja schon eher eine subjektive Frage. Nö. Ich habe neulich meine Mutter angerufen. Da geht's nicht gut. Aber die hat das auch erzählt. Uwe, hast du da nicht wen vergessen? Kommt sofort. Aber das mit der Mieterhöhung, hä? Schlimme Sache. Was bedeutet das denn für Sie? Diese ganze Genmanipulation, das ist... Man sollte die Natur einfach die Natur sein lassen. Neueste Studien haben ergeben, dass in Zigaretten sehr viel Gluten enthalten ist. Was sagen Sie dazu? Ey, ich wusste das. Ich wusste das von Anfang an, ne? Die Urvölker, die haben alle geraucht, Tabak bis zum geht nicht mehr, ne? Und die hatten keinerlei Probleme. Erst seit diese Großkonzerne mit dem Kapitalismus, die machen für überhaupt nichts halt. Die packen da alles rein, was denen irgendwie Gewinn bringt. Das hier, nur da weiß ich, was wirklich drin ist, das kann ich einfach rauchen, ohne krank zu werden. Ich rauche seit 20 Jahren. Aber ich bin des Rauchens immer noch nicht müde. Ich bin übrigens ein großer Fan von Marlboro Man. Das ist ein guter Typ. Womöglich der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der mehr geraucht hat als ich in seinem Leben. Der ist übrigens auch nicht am Rauchen gestorben. Das ist alles eine riesige Verschwörung. Das haben die Amerikaner damals gemacht. In Wirklichkeit wurde er vom Auto überfahren. Aber das weiß keiner. Oh ja, ich hab mir schon gedacht, das kommt nicht nur vom Tee, ey. Was ist los, Emil? Ja, das ist halt... Das hat ja die gleiche chemische Strukturformel wie Methan und da kennt man ja. Globale Erwärmung, Treibhauseffekt, Polkappenschmelzen. Nach dem Rauchverbot soll jetzt auch das Alkoholverbot in deutschen Kneipen eingeführt werden. Was sagen Sie dazu? Jungs, stopp. Reicht mir jetzt hier. Ende. Rita, du kannst dann hier auch kein Bier mehr trinken. Bier ist Alkohol? Ja.